Hallo und herzlich willkommen zurück zum Pro Cycling Manager. Heute zur nächsten Folge und zum nächsten großen Rennen. Der Wallonische Pfeil, aka La Flèche Wallonne, steht heute an. Ein Rennen über sehr, sehr hügeliges Terrain mit der Mauer von Huy als finale Steigung. Top 5 möchte unser Sponsor mindestens sehen. Und dann hoffen wir doch, dass wir dem gerecht werden können. Unser Team besteht heute aus Fabio Felline, Miguel Lopez und Walter Madouar als Kapitäne. Außerdem mit dabei Lennart Kemner, Al-Ali Ibrahim, Francisco Torrejon und Igor Anton. Favoriten für heute sind natürlich Giulio Alaphilippe, wie sollte es anders sein. Außerdem Marc Hirschi, Jakob Fuglsang, Michael Woods, Benoit Cosnefroy, Michael Matthews, Adam Yates, Bauke Mollema, Wout van Aert und Daniel Martin. Oh, ich kann sogar diesmal die Strategie ändern. Ich glaube, heute wird Miguel Lopez unser Kapitän sein. Ich glaube, da werden wir nicht drum herum kommen. Das ist nämlich ein deutlich steileres Ding, als es bei Amstel Gold Race war, vor kurzem. Ja, schauen wir mal. Wir gehen rein. Bis gleich im Rennen. Ja, also aus dem Shop der Tagesformen hätte ich mir definitiv was anderes bestellt. Und damit herzlich willkommen also zum Start der Flèche Wallonne 2020 natürlich hier in-game. Aber gut, was will man machen? Madouar immerhin mit plus 1er Tagesform, Lopez mit plus 1er Tagesform und Felline mit neutraler Tagesform. Es könnte natürlich auch schlechter sein. Francisco Torrejon, unser junger Kolumbianer, der hat eine schlechte Tagesform von minus 2 heute. Für alle, die vielleicht neu dabei sind und die Tagesform nicht so wirklich zu greifen wissen. Die bewegen sich auf einer Range von minus 5 bis plus 5. Minus 5 ist halt eine absolut miserable Tagesform, wo von den Standardwerten quasi durchschnittlich so ungefähr überall minus 5 wegkommt. Ungefähr, wie gesagt. Torrejon hat zum Beispiel heute eine Tagesform von minus 2 und ihr seht, wir haben hier bei Zähigkeit, Ausdauer, Ausreißerwert und Abfahrtwert minus 2 abgezogen bekommen. Bezieht sich nicht auf alle Werte, aber ein paar betrifft das halt immer. Ich glaube, das ist immer relativ random, welche Werte das betrifft und welche nicht. Ja, neutrale Tagesform heißt, wie jetzt hier bei Fabio Felline, ja gut, der hat sogar ein paar Pluspunkte, also so ganz Sinn ergibt das nicht, aber egal. Heißt, er hat ungefähr so Standard-Tagesform, ne? Also ist ungefähr so stark, wie er halt eigentlich sein sollte von den Werten her. Ja, und bei positiven Tagesformen ist es dann halt so, dass du einen Boost kriegst auf deine bisherigen Werte. So, aktuell haben wir Stefan de Bond, Leo Vincent und Francisco Torrejon vorne. Dahinter eine relativ große Gruppe, die jetzt versucht ranzukommen an die drei Ausreißer. Und dann das Hauptfeld, das wiederum versucht, diese große Gruppe einzuholen. Ja, und jetzt wurden die Ausreißer nicht geschluckt, aber die Gruppe ist jetzt zusammen. 14 Fahrer sind es vorne. Torrejon ist mit drin. Aber das Feld hat, wie gesagt, echt keinen Bock auf diese Gruppe. Wahrscheinlich zu groß, vielleicht auch zu gute Fahrer mit dabei. Oder so Ben Hermans, na gut, der wäre früher vielleicht ein Favorit gewesen für so ein Rennen. Walter ist mit dabei, ja, eigentlich an der Qualität der Fahrer kann es nicht liegen. Da muss wahrscheinlich die Größe der Gruppe sein, dass man da keinen Bock drauf hat. Jedenfalls gibt es hier einige Mannschaften, die vehement eingreifen. Sunweb, Astana, De König Quickstep und Trek sind da zu nennen. Die hier kein Interesse daran haben, diese Gruppe so früh im Rennen wegkommen zu lassen. So, wir haben heute einige Anstiege auf dem Programm. Ich zeige es euch mal gerade so ein wenig. Und ich glaube, da gab es gerade einen Sturz in der Gruppe. Und es gibt Attacken, unter anderem von Christopher Froome und DJ Van Garderen. Ja, und die Mur du Huy, auch genannt die Mauer von Huy auf Deutsch, wird heute dreimal befahren, gibt da also einen Rundkurs am Ende. Und das ist ein brutal schwerer Anstieg, der heute mit Sicherheit das Rennen wieder entscheiden wird. Schauen wir mal kurz auf die aktuelle Situation. Torrejon ist vorne, 8 Fahrer an der Spitze, dann De La Place, Ben Hermans, Sprengers, Walter, Laffey, Barcelo
und Buddy Latti. Dahinter haben wir eine Sechsfahrergruppe mit TJ Van Garderen, dem US-Amerikaner, Christopher Froome, wem auch sonst, Mark Padun, Mikel Nieve, Ben O'Connor und Gosens von Lotto Soudal, der jetzt allerdings den Kontakt verliert zu dieser Gruppe. Dahinter das Hauptfeld mit unseren Kapitänen für heute. Das sieht noch alles gut aus. Und Torrejon, der hat jetzt schon ziemlich tief in die eigene Reserve gegraben, muss man sagen. Das ist gar nicht mal so gut. Wir schicken ihn mal Getränke holen, in der Hoffnung, er kann sich hier noch ein bisschen ausruhen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie dieses Rennen heute laufen wird für uns. Und da gab es einen Sturz. Offenbar nicht so gut. Torrejon ist gestürzt. Zusammen mit Van Garderen, Hermans und O'Connor. Also immerhin gute Gesellschaft hier. Gibt heute viele Stürze bisher. Attila Walter ist davor auch zu Fall gekommen, wie es aussah. Und Chris Froome ist einfach in der Spitzengruppe, ey. Unglaublich, der Mann, den hat ein Sturz, das war ja sehr windig, deswegen ist er damals gestürzt, komplett aus der Karriere geworfen. Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, Egan Bernal, der ist ja auch vor kurzem sehr, sehr böse gestürzt. Ich hoffe, der wird wieder fit. Ist ja noch um einiges jünger als Chris Froome. Ich meine, bei Froome war es auch bitter, aber der war ja immerhin schon im fortgeschrittenen Alter, hat einige Male die Tour de France gewonnen. Also bei Bernal wäre es deutlich bitterer. Ich meine, der hat auch einmal die Tour gewonnen. Da kann er sich nicht beschweren. Trotzdem ist er noch sehr jung, hat seine ganze Karriere noch vor sich quasi. Und dann kann man nur hoffen, dass er wieder an sein altes Leistungsniveau rankommt. So, Torrejon, da vorne ist die Gruppe. Anschluss dürfte gleich wieder hergestellt sein. Und der Kolumbianer sorgt hier sogar selbst dafür, dass die Gruppe wieder rankommt. Also alles tutti. Sehr gut. Damit wieder 14 Fahrer vorne. Gosens hat es auch wieder rangeschafft, der Belgier. Aber der sieht hier wirklich extrem schwach aus. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der wieder den Kontakt verliert. Zur Spitze. Es ist eine starke Gruppe, die wir hier vorne haben. Muss man wirklich sagen. Also Hermans, Froome, Nieve, Van Garderen, Walter, O'Connor. Das sind schon alles starke Fahrer. Torrejon kann man durchaus auch dazu zählen. Muss man hier unter den Scheffel stellen. Auch wenn er in seiner Debütsaison ist als Profi. Dafür wirklich schon sehr, sehr stark mit 79 am Berg. Muss man echt mal anerkennen an der Stelle. Trotzdem, eine sehr starke Gruppe. Aber es heißt natürlich nichts, ne? Ist klar. So, Gosens wieder mit Problemen. Ist heute einfach nicht sein Tag. Guck mal ganz kurz hinten ins Feld. Da sieht alles noch normal aus. Sehr gut. Und jetzt noch nicht. Aber bald geht es dann zum ersten Mal zur Mürderie. Das werden wir uns natürlich anschauen, denn das ist ja im Endeffekt dann auch der Anstieg, der das Finale halt entscheiden wird. Hier der Blick aufs Ziel, also das ist dann der Schlussanstieg. Hier sieht man es nochmal ganz rechts. Da gibt es also diese steile Steigung am Ende. Ja, und falls ich mich heute irgendwie komisch anhöre, möchte ich das entschuldigen an der Stelle. Ich habe so eine dumme Stelle im Mund, die einfach wehtut, so ein Bläschen oder wie auch immer man es nennen soll, keine Ahnung. Da habe ich mich letztes Mal gebissen beim Frühstück und ja, jetzt habe ich da so eine dumme Stelle, die wehtut. Ja, doof. Dementsprechend spreche ich gerade so ein bisschen um die rechte Hälfte meiner Lippe herum, so gut es geht. Denn die ist ein bisschen angeschwollen. Als wäre mein Name Aletta Ocean. Falls ihr die kennt. Wenn nicht, bitte nicht googeln, weil... Not safe for work und so weiter. Egal. Ja. So. Okay. Bin ein bisschen vom Thema abgeschwiffen. Ist abgeschwiffen oder abgeschweift? Ich weiß immer nicht, wie es richtig heißt. 2 Minuten Vorsprung noch für die Ausreißer. Barcelo ist gestürzt. Und damit wieder zurückgefallen ins Hauptfeld. Damit noch 12 Fahrer vorne.
in der Spitzengruppe vertreten. Wir haben noch, schauen wir mal, 1, 2, wir haben noch einige Hügel. Wir haben alleine hier im Finale dreimal die Mauer von Huy. Das ist wirklich heftig. Jetzt kommt die Côte d'Amain, vermutlich. Die Côte oder der Côte? Ich bin mir gar nicht so sicher. So, und hier kümmeln sich hier alle Top-Favoriten. Wir sagen unseren Fahrern jetzt auch mal, sie sollen hier ruhig ordentlich Einsatz zeigen beim Position beibehalten. Es ist echt wichtig, dass man hier vorne dabei bleibt. Es sind noch 68 Kilometer bis ins Ziel. Gleich sind wir bei der ersten der drei Mauer von Huy-Passagen. Ich denke mal, da wird nicht viel passieren bei der ersten Passage, ist klar, aber trotzdem, wie gesagt, können wir uns diese Stelle schon mal einprägen fürs Finale später. Und ich habe hier noch gar keine Statistiken gedroppt, ne? Hab mir extra wieder Sachen rausgesucht. Die erste und bislang einzige Teilnahme bei der Flèche Wallonne hatten wir in der Vorsaison. Damals konnten wir mit Miguel Angel Lopez auf Rang 7 fahren. Das war unser bestes Ergebnis. Und jetzt sind wir drin in der Mauer von Huy. Schauen wir uns mal in Echtzeit an. Also hier wirklich brutale Steigungsprozente. 18% hier an dieser Stelle. Also da wird es richtig, richtig steil. Dann etwas flacher in Anführungsstrichen. Und hier ist dann der Zielstrich später. Also da geht es wirklich darum, wer kann diesen Anstieg am schnellsten fahren, der wird das heutige Rennen gewinnen. Und im Endeffekt, das war's. Ja, also darauf kommt's an. Mehr ist es nicht. Und halt, ja gut, klar, wer kann das Rennen bis dahin am besten überleben? Wer kommt da am besten durch und hat noch am meisten Kraftreserven übrig für diesen Schlussanstieg? Die erste Ausgabe der Flèche Wallonne war 1936. Rekordsieger des Rennens ist Alejandro Valverde. Ich bin mir sicher, er ist heute auch wieder mit dabei, oder? Jo, hier ist er. Hat natürlich mittlerweile im fortgeschrittenen Alter nicht mehr die Werte, die er früher hatte, womit er halt dieses Rennen mehrmals gewinnen konnte. 5-mal damit alleiniger Rekordhalter, wie gesagt. Das ist wirklich krass. Die nächsten Rekorde sind dann 3 Siege, jeweils von Marcel Kind, Eddie Merckx, Moreno Argentin, Davide Rebellin und Julien Alaphilippe. Alaphilippe und Rebellin sind ja noch aktiv, vielleicht lassen die ja noch den einen oder anderen Sieg folgen. Vor allen Dingen Alaphilippe natürlich. Ansonsten Sieger in den letzten Jahren waren beispielsweise Marc Hirschi, Joaquim Rodriguez, Philipp Gilbert, Kendall Evans hat das Rennen gewonnen, Kim Kirchen, falls sich jemand an den noch erinnert, Danilo De Luca, Igor Astaloa war mit dabei, Mario Arz, auch Lance Armstrong konnte dieses Rennen mal gewinnen, nämlich 1996, und das ist tatsächlich ein Sieg, der ihm auch nach wie vor gebührt, denn ich glaube, es wurden ja nicht alle Ergebnisse seiner Karriere gestrichen, sondern nur die ab 98 oder so. Heißt also, der Flèche Wallonne-Sieg ist noch in seiner Vita. Ja, dann auch unter anderem, auch das, Jean-Claude Leclerc, der Eurosport-Liebling von uns allen. Auch der hat mal den Flèche Wallonne gewonnen. Ist schon lange her natürlich. Aber hey, Respekt an der Stelle an Jean-Claude Leclerc. Also so ein Rennen gewinnst du mal nicht eben so. Da musst du schon richtig, richtig gut sein. Und das war er offenbar auf jeden Fall mal. So, Torrejon, komm, greif mal an, Junge. 27 Kilometer vom Ziel. Versuchen wir jetzt mal die Soloflucht mit Francisco Torrejon. Ausreißer sind ansonsten eingeholt worden. Also, das passt soweit. Jetzt müssen wir gerade schauen, wie es um unser Team bestellt ist. Igor Anton wurde abgehängt. Das ist blöd. Al-Ali Ibrahim sollte noch dabei sein. Wir haben jetzt aber aktuell keinen mehr, der auf Lopez aufpasst. Insofern sagen wir jetzt einfach mal, Fellini, er soll auf Lopez aufpassen, weil Lopez ist hier definitiv unser Top-Kandidat. Wir lassen mal Madouar ein bisschen in der beschützten Rolle. Vielleicht kann der auch im Finale uns überraschen. Mal schauen. Einziger deutscher Sieg bei diesem Rennen übrigens 1988. Rolf Götz
der übrigens einen Fahrradladen mittlerweile betreibt, irgendwo im Süden Deutschlands. Falls ihr ihn mal besuchen wollt, Fahrrad kaufen wollt und dann sagen wollt, ey, Rolf Götz, du bist der einzige Sieger von Flash Wallon. Krass. Also aus Deutschland. Aus Deutschland, muss man so sagen. Aus Deutschland. Denn andere Länder hatten natürlich auch Sieger. Es gab mehr als einen Sieger, wer hätte es gedacht. Jo, Francisco Torrejón ist eingeholt. Da geht also nichts mehr. Schade, er hat es nochmal probiert als Solist. Falls diese, falls es diese Auszeichnung hier gibt, wäre er wohl der kämpferischste Fahrer des Tages. So, wir haben noch mehr oder weniger 4 Anstiege. Eigentlich 3, kann man sagen. Auf dem Tablett sozusagen. Und ich bin gespannt. Van Wilder fährt hier ein sehr starkes Rennen als Helfer für Sunweb. Macht das bislang extrem gut. Fährt für Mark Hirschi. Und Michael Matthews. Oh ja, auch der ist mit dabei. Stimmt. Also der hat gleich 2 Kapitäne. Malouin sieht bislang auch sehr, sehr stark aus heute. Das muss man ihm ja mal wirklich lassen. Kemna ist noch halbwegs in der Gruppe. Stark. Ja, Ibrahim hier, fahr mal auf eigene Kappe. So, 13,6 Kilometer noch zu fahren. Jetzt kommt nochmal eine kleine Gegensteigung, dann geht's bergab. Und dann kommt der oder die Côte de Schiraffe. Aber Alaphilippe ist ungeduldig und greift jetzt schon an. Attacke von Julien Alaphilippe an diesem Anstieg hier. Und ich erinnere mich, dass wir früher... Das kann gar nicht sein, oder? Ich habe ja gerade gesagt, dass die einzige... Ja gut, ich weiß nicht, ob es unsere erste Teilnahme war letzte Saison, ehrlich gesagt. Oder ob es die erste Teilnahme war, bei der wir ein zählbares Resultat hingebracht haben. Kann natürlich sein, dass wir in der Saison davor bereits hier waren, aber damals halt nicht irgendwie unter die Top 10 kamen oder so. Weil ich bin der Meinung, dass wir an der Stelle gerade, wo Alaphilippe angegriffen haben, hat schon mal mit dem guten Santa Romita angegriffen haben. Ich meine, mich erinnern zu können. Zumindest sah mir dieses Stückchen Land und dieser Wald dahinter sehr bekannt, kam mir sehr bekannt vor. Alaphilippe immer noch vorne, 13 Sekunden jetzt auf das Feld. Da macht jetzt Enric Mas Tempo für die Mannschaft Movistar. Jetzt sind es noch 6,8 Kilometer. Gleich sind wir am nächsten Anstieg. Côte de Schiraffe. Habe ich gerade schon nachgeguckt, ich weiß. Aber soll's. So, und hier jetzt einfach mit Tempo drüber kommen. Alaphilippe ist wieder eingeholt. Alles klar, also der Franzose erstmal wieder in die Schranken gewiesen. Und jetzt ist die Frage, gibt es hier Attacken? Es sieht so aus. Es sieht so aus, als würden Matthews und Bardet angreifen. Und da hängen wir uns doch direkt mal dran. Mit Madouin. Oh, toll. Wirklich, dein Ernst? Super. Also ich habe gesagt, Madouin soll folgen. Dann hat Matthews den Angriff abgebrochen. Daraufhin hat sich Madouin gedacht, okay, dann chill ich. Und dann hat Matthews nochmal angegriffen. Also vielen Dank für nichts, Michael Matthews. So. Oder haben wir hier angegriffen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass wir hier angegriffen haben. So, Energiegels, würde ich sagen. Wir sind schon mal am Start. Jetzt geht es gleich rein in die Mauer von Hui. Michael Matthews, der kommt hier ganz gut weg, muss man sagen. Also couragierte Attacke hier vom Australier. Und jetzt geht es hier gleich rein in die Mauer von Hui. In die Mur du Hui. Noch 1,1 Kilometer nur. Alter, ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts, Junge. Matthews wird eingeholt, wie es zu erwarten war, ehrlich gesagt. Alles andere hätte mich doch sehr überrascht. Ich mache mal ein bisschen mehr Einsatz. So, jetzt kommt es halt wirklich nur darauf an, wie gut kann man diesen Anstieg hier hochpushen. Alaphilippe führt das Rennen an, Mark Hirschi dahinter. Boah, ich glaube, wir müssen mit Lopez sogar jetzt ein bisschen weniger geben. Oder? Bin mir unsicher. Naja, doch, der bricht hier zusammen.
Und wie es aussieht, ist Madoua sogar noch gut drauf. Der kann hier nochmal zulegen, kommt aber nicht am Olimar vorbei. Ja, also ordentlich mit den Kräften gehaushaltet. Am Ende wird es Platz 5, 6 und 7 für unser Team. Julien Alaphilippe wird seiner Kapitäns- und Favoritenrolle hier natürlich gerecht. Gewinnt also den Wallonischen Pfeil sozusagen zum vierten Mal. Das wäre sein vierter Sieg quasi. Und damit könnte er langsam zum Rekordsieger werden. Marc Hirschi wird Zweiter, Dritter Jakob Vogelsang, auch das sehr stark. Vierter Borko Mollema, auch da kenne ich einen Zuschauer aus den Kommentaren, der sich darüber freuen wird. Und dann also Valentin Madoua mit einer sehr starken Leistung heute auf Rang 5. Miguel Angel Lopez auch ordentlich auf Rang 6. Und Fabio Fellini, ja, auch ordentlich auf Rang 7. Wir hätten vielleicht sogar mit Fellini versuchen sollen anzugreifen. Oder der Attacke von Matthews zu folgen, als er es versucht hat. Einfach um nochmal eine zweite Chance sich selbst zu geben. Ja, und an Julien Alaphilippe war heute kein Vorbeikommen. Der war mit Abstand der Stärkste, muss man einfach so sagen. Aber hey, wir haben das Sponsorenziel geschafft. Platz 5 durch Madoua. 8. Vitaly Pogacar, 9. Benoit Cosnefroy und 10. Jean Almeida. Die haben wir noch nicht besprochen. Also Cosnefroy macht auch heute wieder einen sehr, sehr starken Eindruck bei hügeligen Klassikern. Der war ja schon beim Absolute Gold Race ganz nah dran am Sieg. Wir gewinnen die Teamwertung. Ja, super. Freut mich sehr, bringt nur nichts. Muster ohne Wert. Ja, also Platz 5 durch Valentin Madoua, Platz 6 durch Miguel Angel Lopez und Platz 7 durch Fabio Fellini. Das sind ordentliche Resultate. Natürlich wäre ich gern weiter vorne angekommen, aber ganz ehrlich, hier 83er Hügelwert. 83er Hügelwert. Ja, und auch Vogelsang und auch Mollema sind halt schon sehr, sehr stark, was das angeht. Insofern, ich denke mal, da kann man mit zufrieden sein mit dem erreichten 5. Platz. Also ich bin damit zufrieden. Wie gesagt, wir hätten vielleicht nochmal attackieren können, einfach um das Rennen nochmal ein bisschen spannender auch zu gestalten. Eventuell diese Attacke von Matthews einfach mal kontern mit einem der drei. Wäre jetzt kein großer Verlust gewesen. Also gerade mit Fellini hätten wir es durchaus machen können. Aber gut, ich denke mal, am Ende des Tages haben wir trotzdem ein gutes Resultat hier geleistet. 4.200 Euro gibt es dafür aufs Konto. Und dann schauen wir mal ganz kurz hier rein. Ja, und da kriegen wir den grünen Stern. Damit also Sponsorziel erfüllt. Und das nächste Sponsorziel ist dann Lüttich, Bastogne Lüttich. Ähnliches Rennen. Zwar nicht mit der Mauer von Huy am Ende, aber trotzdem allgemein, glaube ich, noch mal schwerer als der Flash Wallon. Ich weiß, dass bei Lüttich, Bastogne Lüttich immer gesagt wurde, dass das Rennen mehr Höhenmeter hat als so manche Bergetappe bei der Tour de France insgesamt. Klar, du fährst da keine Alpenpässe hoch, aber es sind halt viele kleine unangenehme Anstiege, die das dann im Gesamtbild schwerer sein oder wirken lassen. Als nächstes kommt dann die Vuelta a Castilla y León. Das ist ein Rennen, was ich nicht hier auf dem Kanal zeigen werde, auch wenn ich sehe, dass wir da ganz gute Chancen haben. 3 Etappen, die erste ist relativ flach, die zweite ist relativ flach und die dritte ist etwas hügelig. Wen schicken wir da hin? Bjerg, Jakobsen, Leknesund, Rigi, Zahiri, Biedermann und Simon. Und ich würde sagen, let's go. Strategie kann ich ja leider eh nicht auswählen. Dann schauen wir mal. Ja, sehr stark. Youssef Rigigi holt den nächsten Saisonsieg vor Rui Oliveira und Phil Bauhaus. Jakobsen nur auf Rang 5. Den hat wahrscheinlich der Hügel davor ein bisschen gekillt. Biedermann landet auf Rang 16. Und ich glaube auch ansonsten alle in der gleichen Zeit reingekommen. Das ist gut. Also GG an Youssef Rigigi, der hier den nächsten Sieg holt für unser Team. Ich komme mit dem Zählen schon gar nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt. Könnte jetzt Sieg... Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Müssten wir nach der Folge in die Statistik gucken. Da steht's. Aber ich weiß es jetzt nicht auswendig. Muss ich leider ganz ehrlich sagen. So.
Ja, okay, danke. Zweite Etappe schauen wir uns gleich an. Erstmal die E-Mails. Also, hiermit ist es offiziell. Rafa Stui wird seine Karriere beenden. Am 25. Oktober ist also seine offizielle Laufbahn im Profiradsport vorbei. Sieht man hier die Teams? Nein, leider nicht. Schade. Aber Rafa Stui hat uns lange begleitet, muss man sagen. War ja beim PCM 2014 schon einer unserer Verpflichtungen bei MTN Kubeka, erinnere ich mich. Dann bei Skydive Dubai im Kader gewesen. Und jetzt haben wir ihn uns ja nochmal zurückgeholt, quasi. Für eine Saison. Und ich muss sagen, mein liebster tunesischer Fahrer, definitiv. Rigoberto Urán hat die Tour auf Salbs gewonnen. Sehr schön. Vor Caruso und Pozzo Vivo. Legnesund und überlegt, das Rennen aufzugeben. So, und jetzt wird es interessant. Transfers, Vorbereitung von Dossiers. Hallo, wir müssen die Rekrutierung für die nächste Saison vorbereiten und dafür werden in den nächsten Tagen Gespräche mit den Agenten der Fahrer aufgenommen. Die Vortransferphase dauert vom 1. Mai bis 31. Juli. Während dieser Zeit, am 1. und 15. eines jeden Monats, erhältst du Punkte, mit denen du einen Kontakt zu den Agenten der Fahrer herstellen kannst, die dich für die nächste Saison am meisten interessieren. Jeder hergestellte Kontakt hat einen Wert in Punkten, der vom Agenten des Fahrers festgelegt wird, abhängig von der Stufe des Fahrers sowie anderer Kriterien, die sich auf dein Team beziehen. Das Interesse eines anvisierten Fahrers an unserem Team wird allmählich zunehmen, was für eine erfolgreiche Vertragsunterzeichnung im August entscheidend sein wird, wenn der Transfer offiziell beginnt. Also das Transferzeitfenster-Dingens. Mit fortschreitender Vorphase steigt die Anzahl deiner verfügbaren Punkte, sodass du deine Kontakte schrittweise erweitern kannst. Du musst mit den Fahrern beginnen, die am schwersten zu überzeugen sind, diejenigen mit geringem Interesse an deinem Team. Es besteht die Chance, dass das Interesse steigt, je früher der Kontakt hergestellt wird. Sei doch vorsichtig, denn in der Welt der Vertragsverhandlungen ist nichts sicher. Agenten der begehrtesten Fahrer können sich jederzeit entscheiden, deren Punktewert zu erhöhen, sodass du schwierige Entscheidungen treffen musst, einen Kontakt abzubrechen, der eine zukünftige Vertragsunterzeichnung gefährden könnte. Du wirst deine Rekrutierungsstrategie an diese Einstellungen anpassen müssen und darfst auch nicht vergessen, dich um deine eigenen Fahrer zu kümmern, die am Ende ihres Vertrages stehen. Sie könnten auch den Wunsch haben, sich woanders umzusehen. Okay. Das ist eine gute Erklärung. Dankeschön dafür. Also ab 1. Mai beginnt dann wohl diese Dossierphase. Und ich habe das noch nie gemacht tatsächlich. Also noch nie auf YouTube. Und ich glaube auch, bin mir gar nicht sicher, ob ich das mal privat. Ich glaube, ich habe es mal getestet. Aber es ist schon länger her auf jeden Fall. So, Transfer. Und wo kann. Hier, Dossiers. Hier können ab dem 1. Mai die Dossiers vorbereiten. Sie dienen dazu, vor der Transferphase, die am 1. August beginnt, die ersten Kontakte herzustellen. Okay. Das schauen wir uns dann an. Bin sehr gespannt darauf, wie es dann laufen wird. Also in der Mail stand ja, wir müssen dann auf jeden Fall die Fahrer zuerst kontaktieren, die am wenigsten Interesse an uns haben. Also die Fahrer, die halt am stärksten sind, ne? Oder, ne? Also die größten Stars sozusagen, die ich mir holen will. So, dann kommt die nächste Etappe 2. Ich würde sagen, wir fahren wieder alle für Regigi. Weil der Mann, der hat es einfach drauf. Hat man ja gerade eben schon gesehen. Wobei, vielleicht ist auch Jakobs ein guter Kapitän bei so einer Etappe. Ja, schwierig. Schnelle Simulation. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ah, und diesmal gewinnt Rui Oliveira vor Jakobsen und Bissegger. Dann Biedermann auf 5 und Rigi heute nur 9. Okay. Trotzdem gutes Resultat, alles in allem. Okay. Und Vingegaard musste das Rennen aufgeben. Aha. Aha. Mal kurz geguckt, ob der noch einen Vertrag für nächstes Jahr hat. Ah, schau nur. Schau nur. Schau mich nur um. Ich will hier nichts kaufen. Ich schau mich nur um. So, als nächstes also Lüttich-Bastogne. Lüttich. Das wird das nächste Rennen sein, das wir uns anschauen. Fast identischer Kader zu eben. Lediglich Lennart Kemna ist raus. Dafür Amund Gründal Jansen mit dabei bei diesem Rennen. Und das hier wird das Profil sein. Also es ist ein einziges Auf und Ab, besonders in der Schlussphase. Und insofern dürfte das ein sehr interessantes Rennen werden.
Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit am Stissel und schaut rein. Und Sponsorenziel ist ja noch dazu auch. Ich glaube, Top 10 sollen wir mindestens erreichen, ne? War das nicht so? Ja. Top 10. Sollte machbar sein, aber wird natürlich trotzdem schwer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.